Deutschland hamstert wieder. Aktuell stehen hoch im Kurs Mehl, Reis, Kartoffelpüree, Speiseöl und Nudeln. Alles Produkte, die lange halten. In der Woche ab dem 7. März wurde 170% mehr Mehl gekauft als in der Vorjahreswoche. Das geht aus Daten des Marktforschungsinstituts IRI hervor, die Welt am Sonntag vorliegen. Bei Reis seien es 74% gewesen, beim Speiseöl 99%. Dies kann unter Umständen zu vorübergehenden Engpässen im Einzelhandel führen. Viele Supermärkte rationieren deswegen bestimmte Lebensmittel, heißt es weiter. Die Experten des Instituts rechnen jedoch damit, dass sich die Verkaufszahlen in den kommenden Wochen normalisieren. Bis auf Sonnenblumenöl, für das die Ukraine ein wichtiger Rohstofflieferant sei, würden keine Versorgungsengpässe erwartet.